Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Sky Factory 4. Ja, wir werden heute den Soundmuffler hier ein bisschen umstellen. Weil es geht mir gerade ein bisschen auf den Sack, dass ich absolut nada niente höre. Deswegen stellen wir den hier so ein, dass ich hier noch alles höre. Außerdem hat DB, habe ich eine Frage falsch oder eine Info falsch verstanden und ich muss die zusammen craften. Deswegen werden wir die jetzt nehmen und craften die mal zusammen, weil das spart natürlich Platz. Ich fand die Idee zwar mit der Powerwall ganz cool, aber es ist natürlich um einiges einfacher, wenn man die alle zusammen craften kann. Deswegen probieren wir das jetzt aus, wie gut das funktioniert. Die müssen nicht gleich viel haben wahrscheinlich. Die nehmen wahrscheinlich jetzt das vom wenigsten, aber ja. Ist jetzt auch nicht schlimm unbedingt. Warte mal, das passt nicht, oder? Das erhöht nur auf 2 Millionen. Bedeutet, ich muss erstmal die 2 Millionen zusammen craften, oder? Wenn ich dann zweimal die 2 Millionen habe, habe ich eine 40. Kann das sein? Wir probieren es jetzt mal aus. Okay, nee. Sorgen sind unbehelligt. In dem Fall. 8, 9, 10, 11, 12. Und 12 Millionen RF. Das ist natürlich geil, wenn du die einfach so zusammen craften kannst. Bedeutet, die Wand hier wird auch mal kurz fallen. Wir haben eh den groß genug Energiespeicher. Dann mache ich nur eine kleine Batterie. Scheiß drauf. Energie für immer. Wie viel habe ich hier nochmal gebraucht zur Hölle? Ich mir natürlich viel Platz rein, theoretisch. Ich sollte mich hier hinstellen und im Inventar die mal zusammen craften. Es tut mir jetzt auch um den Energiespeicherplatz, den ich da drin hatte, aber ja. Der kommt schon wieder. Das sind 20 Millionen jetzt. Ob es so ein Limit gibt irgendwann mal. So, keine 1 Milliarde. Ist zu viel. Die voll machen wird eine Challenge. Obwohl, ich glaube es irgendwie nicht. Wenn wir alles wirklich so aufgebaut haben, wie es sein soll, dann geht es, glaube ich, relativ flott. So, das ist jetzt eine 23 Millionen Batterie. Und die setzen wir jetzt ganz simpel hier an. Die wird jetzt instant aufgefüllt. Wir müssen hier den Baum wieder nachfüllen, okay. Erstmal wollen wir die ganzen Energy Cables ab, die wir nicht brauchen. Da können wir in Zukunft natürlich noch mehr Maschinen bauen, Lava-Generatoren und weiß der Kuckuck was. Dem kann man natürlich auch geupgradete Lava-Generatoren wo platzieren. Ohne wirklich Platz zu verbrauchen. Weil natürlich nichts im Weg ist am Ende. Hoppala. So viel Kabellage. Wer hat Elektriker hier bestellt? Ah ja, das war ja ich selber. Scheiße. Das war ja ich selber. Elektrischen Kabel, das wird immer noch. Das wird ja mehr. So. Verkürzt jetzt erstmal das Kabel. Gehen von hier aus. Ah, ne, warte.
ist der Export-Cable. Wo ist es denn? Da ist es. Ein Export-Cable und dann klack. Transfer Rate. Kann ich das überschalten? Ich schalte die Transfer Rate einfach ganz hoch. Dann füllen sich irgendwann die ganzen Kabel hier und dann sollte das passen. Die sind wahrscheinlich am Dauerproduzieren. Yep. Das ist natürlich auch nice. So, ich wollte eigentlich Upgradable Combustion Generator machen. Die sind natürlich auch geil. Combustion. Die Dinger hier. Dafür brauche ich ja wieder die hier. Und Concrete Powder, weil ich muss wieder Kohle zustampfen. Habe ich nicht erst Kohle zustampfen lassen? War da nicht irgendwas, was anderes, was gefehlt hat? Ah nee, warte mal. Falsches Inventar. Give me a second. I will do this right now. Okay, Leute, ich bin gleich wieder da. So, Leute, ich bin wieder zurück. Und jetzt sehen wir auch schon, wo das Problem liegt. Uns fehlt einfach der Gravel. Wenn ich mich nicht irre, aber Gravel. Dann machen wir den schnell, weil das sollte jetzt hier kein Problem für uns sein. Ich glaube, das Spiel hängt wieder. Zu viel Power hier hinter. Das sollte sehr gut funktionieren. Oh, das ist... Komm, das können wir auch wegtun. Zack, und wieder nochmal eine Runde. Besser, man hat zu viel, denke ich. Ach, schade, jetzt ist vorbei. Jetzt ist vorbei. Machen wir eine Runde Sand noch, weil damit uns der Sand ja auch hier nicht rausgeht. Dann würde ich auch noch weg hier schnell. Oh, das war schon. Nee, kann niemand verlieben sein, das ist alles so. Wollte schon sagen. Das geht ja gar nicht, das wäre ja viel zu wenig. Ich glaube, ich überfordere gerade das System volle Wäsche. Mein PC ist nicht ausgelastet, das ist Minecraft, was jetzt nicht mehr kann. Das ist natürlich schon geil, wenn man Minecraft einfach ans Limit bringt, obwohl man ihm, wie viel gespielt, 14 GB habe ich Java oder Minecraft zugewiesen. Und er kommt damit einfach nicht zurecht. Ah, jetzt muss ich natürlich die noch formen. Die sollten fürs Erste reichen, denke ich. So. Machen wir zwei Stacks voll. So, und nein. Combustion. Scheiß drauf, ich habe so viel Zeug von dem. Machen wir nochmal 6. Machen wir nochmal das Upgrade drüber. Okay. Und... Die können wir jetzt rein theoretisch ja hier platzieren. Dann machen wir es dann so, weil der brennt ja sozusagen das Zeug runter. Wir machen jetzt 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Oh. Warum bin ich gesprungen? 2. Und nochmal 1, 2. Übertrieben? Vielleicht. Mir egal? Ja. Hauptsache Power.
Gut. Alles, was ich wollte. Oh ne, das war nicht dumm. So. Und dann brauche ich Export Cable. Dann brauche ich alles, was Leaves ist. Vor allem mit der größten Menge. Hier die Jungle Leaves. What the fuck, was geht mit denen ab? Slime Leaves brennen auch. Diamanten, Merlin Leaves. Brennen auch gut. Eisen Leaves können auch gut brennen. Diamond Leaves auch. So, und die können alle gut brennen. Und die muss ich jetzt alle hier einspielen. Oh Gott. Zum Glück habe ich nicht mehr gemacht, du. Zum Glück. Kann jetzt natürlich kurz dauern. Aber wir schalten das einfach gleich an und dann schauen wir, wie es läuft. Immerhin verbrennt es schon mal Leaves. Man müsste sowas machen können, wie so alles, was das Wort Leaves im Namen hat, soll verbrannt werden. Also hier oben auch noch Importfilter machen. Bin gleich schlau. Aber ich kann jetzt hier auch nicht sagen, okay, ich will all das, was jetzt hier ist, einfach so importieren. Das funktioniert leider nicht. Wir machen jetzt 4 Stück und dann schauen wir uns mal an, wie gut das Ganze funktioniert. Ihr 4 lauft schon. Oh Gott, ist das... 1 Minute, 57 Sekunden, nicht bitter, oder wie hieß das früher? Einfach schnell reinfügen und so. Okay. Das reicht schon. Immer noch Cable. So, okay. Wir müssen das hier irgendwo anstecken. So, okay. Import. Der hat schon wieder hier reinbekommen. Die ganzen Kabel stehen natürlich im Weg. Aber es scheint zu funktionieren. Sie scheint zu laufen. Und das ist ja alles, was im Grunde zählt am Ende. Ich kann natürlich auch sagen, ich tue jetzt Holz rein und verbrenne das ganze Holz. Das wäre natürlich auch ein Weg. Oder wir machen halt die alle hier so. Dass wir sagen, okay, die verbrennen jetzt alle Leaves. Und die anderen gehen dann aufs Holz. Und Holz haben wir so in Masse und wird natürlich noch brutaler produziert wie der Rest. Und das ist natürlich um einiges angenehmer für mich auch zum Eingeben. Jetzt sind wir nicht zurück und geben dann hier Wood ein. Wie viel haben wir denn? 162.000. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Importfilter. Und hier auch nochmal ein Filter-Import. Ja, was soll ich da groß sagen? Filter-Import, ne? Ich guck, der tut das jetzt schön importieren. Hier geht es jetzt auch schön durch. Und das geht natürlich jetzt alles hier in diese Batterie rein, die sich jetzt sehr schnell auffüllt. Das ist natürlich geil, wenn es so gut funktioniert und sich langsam auffüllt. Jetzt haben wir hier noch einen
Booster, hier ein Booster und die Dinger sind gerammelt voll. Wir sollten dieses eine geplante Cable da außen rum liegen. Ich brauche jetzt das Cable hier. Vorsichtig jetzt hier lang legen. Da ist ein Loch in meiner Farm. Ja, ich fall durch und hin und her und ist nicht so schlimm. Ich finde es trotzdem schlimm. Das sind jetzt die Fluid Extraction Cable. Fluid. Was ist das? Infinite Drill, okay. Extraction Cable. Ah ja, da war was. Wow, das waren wieder viele. Das ist echt. Wie soll das am Ende. Oh, ich habe keinen Goldnuggets. Ich habe keinen Goldnuggets mehr. Geht ja mal gar nicht. Ich habe keine Goldnuggets mehr. Sind die denn des Wahnsinns so? Können wir das irgendwie hier hinten? Irgendwie so lang laufen lassen? Ich habe noch einen Holzbalken dabei. Da machen wir Holz dazu. Vollkommen unnötig. Okay, das war jetzt dumm. Einfach alles anschließen, scheiß drauf. Ups. Ich würde mal sagen, wir haben wieder Lava hier drin dauerhaft jetzt. Lava Processing kann beginnen, meinetwegen. 8 Blocks sind hier noch drin gelagert. Das sollte dann dazu führen, dass das super funktioniert. Wie viel Cobblestone haben wir eigentlich? Das wird jetzt auch mal interessant. Cobblestone haben wir 6000 auf Lager, das ist natürlich auch gut. Ah, jetzt weiß ich, was die hier waren. Gecheckt. Ich weiß, woher die kommen. Der macht Latex da draus, damit wir das hier anschließen können. Aber dafür fehlt uns Wasser. Wie, ach, ich wollte eine Infinite Water. Wie war das? Infinite Water oder sowas in der Art? Infinite Water ist sowas gleich, weiß, ne? Hier. Dafür brauche ich Basic Plating. Natürlich Lead Ingots. Und Lead Ingots mache ich aus Molten Lead. Und das natürlich aus Molten Resin. Was ich hier hinten finden kann. Brauche ich Lapis Lazuli, Purple Iron, Iron and Sand. Habe ich keinen Lapis Lazuli? Natürlich nicht. Graphite Dust und den ganzen Chest, den habe ich natürlich mittlerweile schon. Zack. Und machen wir einfach hinten so rum, oder? Okay, Lead Ember. Wir brauchen am besten Lapis Lazuli. Und Lapis Lazuli gibt es vom Baum. Wenn ich mich nicht irre.
Lapis Lazuli, der braucht Dark Oak und Lapis Lazuli Anchor oder Water Bottle, Clay Resin, Bone Resin, Clay Resin, Water Bottle und dich krieg ich. Cool. Habe ich dich nicht schon gemacht? Habe ich nicht Lapis? Ich habe Lapis, aber ich habe noch nie Lapis Lazuli gemacht, Leute. Ich bin so dumm, kann das sein? Ich frag mich die ganze Zeit, hä? Und ich frag mich die ganze Zeit, hä? Ich häng das Spiel, glaube ich, gleich schon wieder auf. Jetzt halt würde ich sagen, kann ich das ist Sinn, aber ich kann jetzt mir einen den hier craften und so mehrfach. So, der ist ready und Zinn habe ich gleich noch gar nicht, ne? Zinn, Molten Tin. Doch aus Tin Ember entstehen. Too large. Wait, what? Als ob ich das auch hinkriege. Als ob ich das auch hinkriege. Ich würde sagen, wir haben gute Chancen, dass wir doch weiterkommen schnell. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao. Ich fange schon mal an mit Lied. Nice. Everything changes.